Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 82 mit dem nächsten Film Arena Collection Video und ich habe euch ja gestern Jurassic Park vorgestellt und heute geht es dann gleich weiter mit Jurassic Park 2 Lost World und auch da, was soll ich sagen, ich liebe auch dieses schon wieder ohne Ende, richtig cooles Motiv wieder, hier vorne drauf eben der T-Rex und die kleinen Velociraptoren. Hinten drauf auch. Und ja, auch diese Edition ist auf 800 Stück limitiert. Auch schon restlos ausverkauft. Auch bei HD Filmportal, leider. Und wir machen einfach mal auf. Oh. So, oder lang. Und dann gucken wir uns mal das schöne Full-Slip an. Oh Mann, ist das geil. Okay, wir machen erstmal das Backpaper mit der Limitierungskarte. Hier, wie gesagt, ist mal wieder unscharf, blöde Kamera. Und ja, jetzt wird es langsam scharf. Oder auch nicht. Meine Fresse, ich hasse diese neue Kamera, diese Kamera. So, so auf jeden Fall 229 von 800 Stück. Und dann hier noch dann die Rückseite. Die schaut so aus, man erkennt eher was schlechter drauf, aber... Da ist die Szene wohl, die kommt zu Gnatus, den lieben angreifen und dann schön ganz gemütlich zerfleischen. Ja, okay, und jetzt kommen wir wirklich zum, ja, was soll ich sagen, genialen Full Slip von Lost World. Hier seht ihr mal wieder, die ganzen Dinosaurier sind komplett glänzend gehalten. Die Schuppen sind hier wieder ausgefranst. Oder rausgestanzt. Sehr cool. Auch hier unten das Logo Lost World und auch die Velociraptoren sind glänzend gehalten. Einfach nur spektakulär, sage ich da. Ich habe keine Kosten gescheut. Wie der John Hammond sagen würde, einfach nur wirklich überragendes Full Slip. Wahnsinn. Einfach nur geil. Wirklich wahr. Einfach nur geil. Dann das Spine, The Lost World, auch hier komplett erhaben und glänzend gehalten. Genial, Linskis. Und dann noch das Rückseite, ebenfalls komplett mit Glanzeffekt von den Dinosauriern. Hammergeil, wirklich wahr. Hammergeil. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann einfach nicht sagen. Wahnsinn. Ja. Und dann hier noch dann die Limitierungsnummer 229 von 800 Stück. Und auch du bist mein neuer Schatz. Also wirklich, die sind jetzt wirklich für mich echt die Highlights von Filmarena. Und dann machen wir hier mal das Motiv ab, zumindest der Füßel ab. So schaut es dann aus. Und ich muss mal schnüffeln. Ja. Und da haben wir dann das schöne Fotobuch in grün. Diesmal ist The Lost World. Und da gucken wir uns auch gleich mal rein und sind gespannt, was da alles Schönes drin ist. Ja. Hier nun das Fotobuch zu The Lost World Jurassic Park. Und wir legen es mal hin und dann schauen wir mal durch. Und hier geht schon mit Anfangsszenen los mit dem kleinen Compsognathus, wo gefüttert wird. Und hier geht es dann weiter mit der Ausrüstung zum Durchchecken. Und hier der Stegosaurus. Und das hier, kleiner Tipp für euch, das hier ist das Rückmotiv von der Limitierungskarte, was man recht schlecht erkennen konnte. Hier die Compsognathus und dann eben der Charakter, der gerade dann zerfleischt wird. Hier geht es weiter mit Alan Grant, der ganz gemütlich auf der See steht, auf dem Boot, an der Reling. Und hier, wen kennen wir ihn? Von, genau, Armageddon. Also irgendwie haben wir es mit dem, hä? Mit seinem Zerfleischen von den Compsognathus. Dann geht es hier weiter mit den Bildern. Und hier kommt dann schon der T-Rex. Mami hat ganz schlechte Laune. Jo, halt, da bin ich wirklich überblättert, sorry. Und hier ein Bild vom Making-of. Okay, das könntest du gleich hier hin. Und dann geht es hier weiter. Und dann wird der kleine T-Rex eben gerettet. Und dann geht es hier weiter.
Und hier ein paar Making-of-Fotos, wieder immer sehr geil. Hier mit Brachiosaurus. Sehr stark, hier richtig viele Fotos sogar von der Produktion. Genial, wirklich genial. Und dann hier auf der letzten Seite noch mal Steven Spielberg. Und hier die Rückseite ist eben grün gehalten. Ja, das war das Fotobuch zu The Lost World. Und jetzt geht es zurück zum Hauptturm. Ja, das war das Fotobuch von Jurassic Park Lost World oder Vergessene Welt. Und auch hier haben wir, oh, Alter, das Ding ist so schwer, unglaublich, ein Lenticular-Steelbook wieder. Und das Steelbook ist ja auch schon bekannt, gab es ja beim Mediamarkt, auch schon ausverkauft jetzt. Aber wir haben hier zuerst noch das schöne Lenticular-Bild. Und auch hier haben wir dasselbe Problem wie auch schon bei Jurassic Park, dass der Übergang mit Streifen einhergeht, dass man leicht erkennen kann jetzt hier. Aber hier verändern sich dann die Dinosaurier, einmal Velociraptor, einmal der T-Rex und einmal ein Brachiosaurus. Ansonsten gibt es jetzt bei dem Lenticular auch wirklich fast nichts mehr auszusetzen, ist halt wie immer pappelig. Und dann haben wir hier dann noch das richtig coole Steelbook zu Jurassic Park 2. Auch Hochglanz mit Prägung, sehr, sehr geil, sehr stark. Und dann hier eben The Lost World, der Spine. Und hinten drauf ein richtig cooles Motiv. Finde ich auch absolut gigantisch, dieses Bild. Und innen drin wieder Unmengen an weiteren Postkarten und Charakterkarten. Wahnsinn, wirklich war genial. Und dann haben wir noch dann die Blu-ray-Disc. Die schaut so aus. Und dann auch den Innendruck. Der ist auch cool. In San Diego ist es hier, wo halt eben der T-Rex durch die Straßen zieht. Richtig cool auf jeden Fall, richtig cool. Und dann würde ich jetzt gleich mal sagen, mach noch gleich mal die Charakterkarten und die Fotocards auf und schauen uns die auch noch einmal genauer an. Es geht weiter und wir haben jetzt hier diese richtig coolen Fotocards, nämlich hier der Stegosaurus mit Steven Spielberg drauf und hin drauf schauen die Karten so aus. The Lost World in grün gehalten im Hintergrund und dann machen wir hier weiter mit diesem hier, sehr cool, hier gibt es einige Fotos von der Produktion, absolut geil, wirklich war richtig stark, ich liebe so Making-of-Fotos, vor allem von so alten Filmen, wirklich war, Filme sind von 97, ja 97 und hier noch weitere Karten aus dem Making-of und noch das hier, ja. Und es geht natürlich noch viel mehr weiter, ist klar. Und so allein. Und da haben wir noch diese Charakterkarten. Auch hier geht es weiter mit Making-of-Fotos. Sehr, sehr stark. Und noch mehr. Viel von Steven Spielberg zu sehen. Eigentlich fast nur. Also so die normalen Schauspieler sieht man hier fast gar nicht. Und das letzte schaut so aus. Ja, das waren die Fotocards. Und jetzt kommen wir noch zu den Charakterkarten. Und da muss ich schon mal sagen, ist der Rückmotiv auch absolut geil. Guck jetzt mal an. Hier mit dem Velociraptor, der gerade die Schriftzug frisst. Und hier haben wir die Kelly. Die schaut so aus. Und dann mal wieder Steven Spielberg. Dann haben wir Dr. Robert Burke. Dann Sarah Harding und dann noch Ian Malcolm, auch so gestaltet wie auch schon vom ersten Teil. Und dann haben wir ein weiteres Tütchen und das geht hier weiter mit Nick Van Owen, dann RJ Sidhu, Roland Tembo. Und als letztes haben wir noch Dieter Stark. Ja, liebe Filmfreunde, was soll ich sagen? Das war das richtig coole Fullslip zu The Lost World. Wahnsinn, richtig geil. Ich bin einfach sprachlos. Ich habe mich so auf dieses Auspacken gefreut heute, mit diesen ganzen Editionen heute.
Ja, und ich liebe einfach wirklich Jurassic Park über alles. Den zweiten finde ich zwar nicht mehr so gut wie den ersten, aber wie gesagt, auch der ist noch super genial. Und ja, das war es erstmal von mir mit Jurassic Park 2. Und jetzt morgen gibt es Jurassic Park 3. Und dann gibt es natürlich eine komplette Übersicht über die ganzen 4 Full Slips von Jurassic Park im vom Franchise. Ja, HD Filmportal, wie gesagt, hat es leider nicht mehr, aber schaut trotzdem mal vorbei. Meldet euch dann an, Newsletter aktivieren und dann könnt ihr auch automatisch auch so schnell wie möglich euch die nächste Edition von Filmarina ordern, wer Glück hat. Und ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal, euer Forst 80. Tschüss mit Ö und tschüss.